Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns eine der wichtigsten Eigenschaften von adjungierten Funktoren an. Und zwar, dass die Limites erhalten. Also natürlich müssen wir voraussetzen, dass in den Kategorien, die wir betrachten, Limites auch existieren. Ja, und dann geht Folgendes. Wir haben adjungierte Funktoren f und g. Der Funktor f soll von einer Kategorie C in eine Kategorie D gehen und entsprechend geht dann also G von D nach C. Und ja, die sind wie gesagt adjungiert zueinander und die sollen beide kovariant sein. Und dann ist die Aussage, die wir zeigen wollen, dass G projektive Limites erhält und F direkte Limites erhält. Und natürlich genügt es, eine von diesen beiden Aussagen zu zeigen, denn die sind dual zueinander. Also zeigen wir gleich das erste. G erhält projektive Limites. Dazu betrachten wir ein inverses System. Ci Psi Ji in D. Und dann setzen wir also voraus, dass wir einen projektiven Limes in der Kategorie D haben. Und entsprechend, wenn wir ein Objekt f von x in D betrachten mit Morphismen in die Objekte ci, cj, dann können wir diese Morphismen ausdrücken als ein eindeutiges Beta von f von x nach dem projektiven Limes verknüpft mit den Projektionen. Das ist also in diesem Schaubild hier Alpha i bzw. Alpha j. Und ja, genau diese Eigenschaft wollen wir jetzt also auch in die Kategorie C rüberretten. Das heißt, wenn wir G anwenden, dann bekommen wir natürlich ein inverses System in der Kategorie C. Und wir wollen dann also sehen, dass G von dem projektiven Limes ein projektiver Limes dieses durch Abbildung mit G entstandenen inversen Systems ist. Und um das zu zeigen, brauchen wir die Adjungiertheit der Funktoren. Denn was wir ja zeigen wollen, ist, dass wenn wir hier ein Objekt x in der Kategorie C haben mit Morphismen fi, fj nach ci bzw. gci und gcj, dann brauchen wir einen eindeutig bestimmten Morphismus von x in das Objekt g vom inversen Limes, so dass wir fi und fj ausdrücken können als dieser jetzt noch unbekannte Morphismus verknüpft mit g von alpha i bzw. g von alpha j. Wenn wir das gegeben haben, dann ist g vom inversen Limes ein inverser Limes zu dem inversen System in C. So, und dazu schauen wir uns die Eigenschaft von adjungierten Funktoren an. Also, dass f und g adjungiert zueinander sind, heißt ja, dass wir Bijektionen finden zwischen den Morphismenmengen f von x, ci und die Morphismenmengen x, g, ci. Diese Bijektion gibt es also für jedes ci. Entsprechend nennen wir diese Bijektion tau i. Und die ist natürlich in beiden Variablen. Das heißt, wir können hier so ein kommutatives Diagramm aufmalen und entsprechend auch noch für die andere Variable. Also hier ist es jetzt für c gemalt. Ja, und jetzt gucken wir uns mal diesen Morphismus hier von x nach ci an, also Fi ist das. Der liegt ja hier in dieser Morphismenmenge von x nach gci drin. Und indem wir diese Bijektion tau i jetzt rückwärts gehen, kommen wir in die Morphismenmenge der Morphismen fx nach ci. Das sind also diese Morphismen hier, fx nach ci. Das heißt, diesen Morphismus hier, fx nach ci, können wir schreiben als tau i hoch minus 1 von fi. Und
Ja, weil wir hier in der Kategorie D schon unseren projektiven Limes haben, können wir dann dieses Tau i hoch minus 1 von Fi auch mit Beta und Alpha schreiben. Das ist also dann Beta verknüpft mit Alpha i. So, und jetzt habe ich hier mal eben noch ein weiteres kommutatives Diagramm gezeichnet. Und zwar ist das das kommutative Diagramm zu der Adjunktion für den Fall, dass wir für CJ den inversen Limes einsetzen. Dann bekommen wir also dieses Diagramm hier. Und wir haben hier in dieser Morphismenmenge der Morphismen von Fx in den projektiven Limes haben wir den Morphismus Beta. Und jetzt können wir also betrachten Tau von Beta. Und Tau von Beta wollen wir einen Namen geben, weil wir es jetzt brauchen. Also Gamma soll nach Definition das Bild von Beta unter dieser Bijektion sein. Ja, und ich behaupte, dieser Morphismus Tau von Beta ist dieser Morphismus, den ich hier oben gepunktet eingezeichnet habe, den wir also brauchen. Der geht von x nach g vom inversen Limes. Also, dass er in dieser richtigen Morphismenmenge drin liegt, das sehen wir hier schon an diesem Diagramm. Wir gehen also hier mit Tau rüber in diese Morphismenmenge. Der Morphismen von x nach g vom inversen Limes. Ja, und was wir jetzt also noch nachweisen müssen, ist, dass wenn wir hier so einen Morphismus fi haben von x nach ci, dass wir den schreiben können als unser jetzt gefundenes Gamma verknüpft mit g von alpha i. Also schreiben wir mal hin, g von Alpha i, Gamma. Das jetzt ist jetzt nach Definition g von Alpha i, Tau von Beta. G von Alpha i können wir mit Tau i schreiben als Tau i von Alpha i. Tau Beta bleibt erstmal gleich. Um diese Eigenschaft von Gamma zu zeigen, müssen wir um dieses kommutative Diagramm herumgehen. Also schreiben wir mal hin. G von Alpha i Gamma. Das ist jetzt nach Definition von Gamma G von Alpha i Tau von Beta. Und dann sind wir also hier oben, rechts oben. Und wir können aber auch andersrum gehen, also Beta und dann verknüpfen mit Alpha und dann können wir Tau i anwenden. Also das heißt, wir können das gleiche auch schreiben als Beta verknüpft mit Alpha i und davon das Bild unter Tau i. Ja, und das haben wir ja eben gerade hier oben gesagt, dass das gleich f ist, weil Tau hoch minus 1 von f Alpha i mal Beta ist. Also hier fehlt eigentlich ein f, ein i. Also das ist Fi. Ja, und damit haben wir also gezeigt, dass wir diesen Morphismus hier von x nach Ci ausdrücken können als dieser Morphismus Gamma verknüpft mit G von Alpha i. Und damit haben wir gezeigt, dass G von dem projektiven Limes ein projektiver Limes vom diesem neuen inversen System ist. Ja, und damit sind wir fertig mit dem Beweis. Und wie gesagt, der andere Fall zeigen, dass f direkte Limitees erhält, geht analog.
ist einfach die duale Aussage dazu. Ja, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.